bin auf dem Weg zum Fast Car Festival. Stattfindet auf dem Lausitzring. Läuft seit gestern Freitag. Gestern hatte ich keine Zeit und heute ist wieder meine Zeit ein bisschen begrenzt. Aber na gut, ich fahre dahin, schaue uns an, was für schöne Autos da stehen. Bin mir sicher, werden sehr, sehr schöne Autos wieder vor Ort sein. Und eine Premiere bei diesem Event dieses Jahr ist die halbe Meile. Stehen eine halbe Meile. Und da interessiert mich auch ein bisschen zu sehen, wer alles am Start sein wird. Noch dabei gibt es noch Time Attack, es gibt freies Fahren, vierte Meile und glaube ich auch sogar Drifting. Also für alle Geschmacken ist was dabei. Das ist in zwei große Teile geteilt. Einmal Rundstrecke, Drifting und Time Attack. Und die andere Seite ist, wie zu erwarten, dann die halbe Meile und vierte Meile Rennen. Oh, heute ist sehr, sehr windig und mein Mikrofon ist noch nicht da. Wunderbar. Guck mal, was ich gefunden habe. Es ist kein Pictures, es ist ein Film. Es ist ein Film. Das ist neue Datenschutzgrundverordnung. Alles gut. Du weißt, das unterschreiben lassen. Adam, Ray City. Ohne Mütze. Ah, hier ist der Adam. Hi. Hi. Lancia Dell Integrale. Die Lackierung ist so gewollt. Sehr geil gemacht. Jetzt ist Pause, Wartung wird gemacht, dorthin chillen, wird gegrillt, so muss es sein. Ich laufe jetzt zum vierte Meile und halbe Meile rennen. Ein bisschen so, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten laufen. Weit ist das nicht. Von wegen 5 Minuten laufen. Bin ich glaube ich jetzt 4 Stunden gelaufen, also 15 Minuten. Wirklich weit weg. Da hinten ist die Haupttribüne. Muss man sehen, wie viel man laufen muss. Kennt das Gesicht? Ja. Mit einem wunderschönes Auto. Ja. Grüß dich, na, ist gut? Ja, hi. Hi. Na, wie geht's euch? Schön, steht ihr da. Ja.
Moin. Wunderbar. Grüß dich. Na, wie bist, was bist du gefahren? Vorhin im Qualifying, also im Training war es in der 5. Ja. Jetzt wird es schlechter. So, die Jungs sind so nett und die bringen mich jetzt zurück, weil ich habe keinen Bock, wieder 20 Minuten zu laufen. Du nicht vor, ja, und Kamera, wie David gerade eben. Aber wir haben Abwechslung. Ist die eh ab oder? Ja. Ist die Heck ausgebrochen? Thank you.
mal wieder sehr viele Leute wieder getroffen, welche ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Das ist für mich immer der Hauptgrund, warum man immer noch zu solcher Veranstaltung herkommt. Alte, bekannte Gesichter sehen, schöne Autos sehen. Heute, ich konnte leider nicht überall laufen. Die Areal ist doch sehr, sehr weitläufig. Und dadurch ist es immer schwierig, alles zu sehen in einem Tag. Aber ja, es war trotzdem schön. Ich hoffe, dass ich auch mal bald wieder fahren kann mit einem meiner eigenen Autos. Aber mal wieder eine gute Veranstaltung.